Ja, hier melde sich Captain Jockel wieder zum letzten Gefecht, würde ich sagen. Ach ja, dann, ja. Du erreichst einen Außenposten in der Nähe der Föderationsbasis. Mit deinem Kurs kommst du problemlos durch die Sicherheitsschleusen und ein Offizier richtet eine direkte Verbindung zur Einsatzzentrale der Föderationsbasis ein. Admiral Tully wendet sich an dich. Was hat das zu bedeuten? Wer sind sie? Ihm die Mission erklären. Deine Ausführungen werden von den Offizieren mit zynischen und ungläubigen Kommentaren beantwortet. Dann meldet sich der General Turzil von den Engi-Brigade zu Wort. Unsere Informationen legen mögliche Antworten auf Rebellentechnologie nahe. Alles oder nichts. Okay. Die Schwäche der gegnerischen Flotte erklärt das Rebellen-Flaggschiff. Tully antwortet, dann ist es beschlossene Sache. Die Rebellen werden bald hier sein. Wir werden versuchen, ihre Kriegsschiffe aufzuhalten, aber sie müssen dieses Flaggschiff vernichten. Der Außenposten kann Reparaturen durchführen und ihnen Treibstoff überlassen. Und die anderen Reparaturstationen werden sie ebenfalls unterstützen. Viel Glück. Die Reparaturstationen, die fallen ganz schnell aus. Also ich habe, wie gesagt, letztes Mal direkt Konfrontation gesucht zu diesem Schlachtschiff und hinter mir waren die ganzen Reparaturstationen zerstört. Ich wollte zurückspringen, Reparaturmann ging nicht, da waren schon überall Rebellenschiffe. Das ist also Arschkarte. Also es ist auf jeden Fall verloren, der Kampf. Also ich weiß noch nicht, wie man das schlagen kann. Aber gut, wir versuchen es trotzdem. So. Wir sind aber trotzdem nicht vollständig repariert. Deswegen muss unser nächster Sprung irgendwie schon zu einer Reparaturstation sein, ne? Das ist schon kacke, so. Schauen wir dahin. Weiter. Dann schauen wir dahin. Da war schon der erste Gegner. Siehst du, das ist das, was ich meine, die Zimmerbungstechnik. Man hat eigentlich faktisch gar keine Chance, hier wirklich was zu reißen. Man wird runtergerotzt und dann. Man kriegt dann 10 Reparaturpunkte, das hast du ja gesehen, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich brauche schon eine richtige Werkstatt, vernünftige. Das ist schon alles ganz zerstört. Wieder schon mein Schild runter. Klar. Mein Waffensystem ist ausgefallen. Ja, super. Ich bin am Arsch. Ist schon scheiße, ich jetzt hier. Ich zerstöre das Waffensystem, du Penner. Ah, das sehe ich gerade. Das ist unser Waffensystem. Ich will mal hinschicken. Ich kriege das Waffensystem vom Gegner nicht kaputt. Ich verliere gegen ein Roboterschiff. Sag mal, was ist das für eine verfickte Scheiße? Ich kriege das nicht heil. Die sind ja zu zweit am Reparieren. Ich tue 3 zum Reparieren dahin. Da geht ganz durch. Feigling. Reparier da. Bin gleich kaputt. Ich krieg das nicht kaputt. Ich krieg das einfach nicht kaputt. Ich krieg die Waffen nicht zerschossen. Verdammte Scheiße. Feuerwehrmann ist auch scheiß Pyps. Egal eigentlich. Jetzt. Zu spät. Bin schon tot. Scheiß Waffensystem aus, Mensch. Bin tot. Hat aber nicht gereicht, komplett zu reparieren. Verfickte Scheiße ist das. Das ist doch scheiße. Auch das hier, das mit den Typen klingt, dass man die Türen davon gar nicht so öffnen können. Nur hier mit diesen Knöpfen außen. Das ist scheiße. Das ist schlecht programmiert einfach. So, das ölt mich an, das nervt. Und das ist auf leicht.
Man kommt nicht voran. Das Spiel ist auf leicht und man wird hier so platt gemacht, obwohl man das Schiff ohne Ende geskillt hat schon. Also 50% Schrotthaufen habe ich hier. Ich kann nur zur nächsten Reparaturstation springen. Und das zermürbt mich dann schon. Das muss ich jetzt schon zur nächsten Station. Ich kann nicht hier direkt hinspringen, weil es so weit weg ist. Dann muss ich dahin springen. Da wartet dann die nächste Drohne auf mich. Oder Kampfschiff. Ne, bereit machen zum Rebellenschiff. Es ist keine Zeit. Bereit zu. Wir springen weiter. Ja, das ist das, was ich meine. Hier ist die Reparaturstation gewesen. Und das war's. Ich bin am Arsch, ne? Das kann ich vergessen. So ein verschrottetes Schiff kann ich nichts mehr machen. Und da ist schon der nächste Gegner. Das ist schlecht gemacht einfach. Das nimmt einen die Lust ans Spiel. Hier, ach, hier haben sie so Transporter, ist mir auch kacke, schnurz egal. Zerstören das Schild als erstes. Das ist doch echt Affentheater hier. Ist noch kaputt, ja. Ach, der meinte zerstört. Warum schießt er noch? Ach, die Waffe ist eben ausgefallen. Ah, kann man helfen? Ja, reparieren. Wer ist denn kaputt? Die Schnecke hier. Ah nein. Auch entlüften hier, das ist Feuer löschen. Zerstört. Naja. Okay, wir haben es versucht, wir haben es versucht. Schade, schade, schade. Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen, das ist eine volle Überraschung. Ne? Man versucht dann zur nächsten Reparaturstation zu springen, man schafft das nicht. Man kann auch das große Schiff nicht abzufangen. Es ist also kacke, es ist aber übertrieben programmiert. Das ist also so immer so an die Lust zu erhalten, wird nicht gegeben. Weil man kommt hier nicht weiter. Das war es einfach, ne? Es sei denn, man schafft dann irgendwie noch ein Schiff freizuspielen, das irgendwie noch stärker ist. Vielleicht hat man da ein paar Sekunden mehr Chance. Keine Ahnung. Ja, das war's, dann war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Ja. Maximal frustriert und sage ich Tschüss. Bis demnächst. Vielleicht machen wir nochmal eine Runde. Mal schauen. Goodbye.